Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Recession Enderal. Oder Enderal. Richtig. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir machen uns dann mal auf den Weg langsam. Das erste Mal anscheinend so richtig ins, ja, ins freie Land quasi. Und eine Drachenfrucht, da habe ich auch immer Hunger drauf. Die sind richtig lecker, die Dinger. Okay, und hier sind die ersten Architekturen der Stadt. Oder des Landes wohl eher. Die alte Dammwarte. Ich will nicht wissen, was für ein Damm die da entdecken. Ich habe ja einen Dammbruch. Boah. Schmerzhaft. Was? Einzelteile? Kann ich glaube ich nicht gebrauchen. Das ist auch relativ gar nichts wert. Aua. Na. Huh. War ja mal schade, als ich gedacht hätte. Aua. Objekte. Ne, wo ist mein Essen hin? Hä? Vorausgegenstände, ach so. Ja. Außerhalb des Kampfes, außerhalb des Kampfes. Oh. Lichtmagie. Zutaten, Genesungstrank. Ja, dann muss reichen. Und los! Nein, du nicht. Heya! So. Puh. Okay, Spinnengifte, da sind hier noch ein paar Tränke, Trinkgefäße, naja, okay. Ambrosia. Ein Schild erhöht den Rüstungswert. Ja. Eisenachs, ein Eisenschild. Verschlagt euch den Weg blockierende... Ja, aber mich blockierte doch gar nichts. Hä? So, jetzt würde ich mal gerne wissen. Hat das hier zum Beispiel das Arkanistenfieber erhöht? Weil eigentlich ist es ja ein schöner Ort hier. Harmlos. Da ist nichts. So. Da sind Leute. Ach, warte, ist das hier? Ja, klar, das ist hier der Stadt. Wow! Ich bin doch harmlos. Aber kann man reden? Habe ich eigentlich diese alten Achsen, der macht mehr Schaden, ne? Ja, aber... Sorry, aber... Aua. Was ist er denn? Nein, nicht... Besser. Huch. Ich glaube, das Rüstungsteil war besser, oder? Eisenhandschuhe, ja. Luft? Nee, Kettenhauwerk ist schon besser gewesen. Okay, fast durchsuchen. Einzelteile auch so. Ich
rech mich bestimmt später irgendwann darüber auf, dass ich diese Einzelteile nicht eingesammelt habe. Wäre bestimmt so ultra wichtig und so. Oh, oh, Carboss. Abzeichen der Apothekarie, ein Eisenschwert. Das Zifferinskraut, also so ein paar Zutaten. Lebensabsorption. Königsmet. Oh, schöne Sachen hier. Die kann ich leider nicht einsammeln. Finn. Aha. Aha, aha, aha. Viele Sachen dabei wieder. Abzeichen der Apothekarie würde ich gerne tragen. Aber ich glaube, dass ich hier nicht weiterkomme, ne? Ne, Leitern gehen ja sowieso nicht in Skyrim. Oh, was ist da unten denn? Komme ich da unten? Achso. Ich verstehe. Es ist echt schön hier. Blauer Quarz, guck mal. Mehr von den Dingen. Weiß nicht, was das bringt, aber er ist anscheinend viel wert. Und wiegt quasi nix. Ich will eigentlich. Achso, das ist das Wasser. Achso, ja, dann bringt mir das hier gar nicht so lang zu laufen. Okay. Dann gehe ich doch zu den Quest-Spots direkt. Würde ich zwar sagen. Joa, Jesper, immer noch nichts gemacht. Was ist denn hier? Eine Eisbrücke. Alter Gegner. Das war knapp. Hä? Na. Erschöpftes Ausatmen. Ja, ja, ja. So, weiter. Ein paar von den roten Blüten. Achso. Diese Sträucher sehen immer so aus, als hätte man die sammeln. Das ist voll schlimm. Also, es ist eine Ziege. What? Klar, eine Ziege, die mich angreift. Sind wir ja bei Goat Simulator oder was? Schade, dass ich keine Ziegen. Naja, gut, Ziegenmilch wäre auch irgendwie unrealistisch gewesen, aber. Irgendwas von den Ziegen bekommen habe. Diese Brücke sieht morsch aus. Aber sie hat mich gehalten. Das mit meinem 10 Tonnen Gewicht. BMI von 50. So. Das ist schon schön, ne? Also die Gegend hier ist echt hübsch. Also es ist ziemlich unperformant ausgestaltet, beziehungsweise, ne, das würde vielleicht nicht sein. Es sind da viel, extrem viele Pflanzen, die Performance extrem nach unten treiben. Deswegen habe ich auch nie Lush and Grasses installiert, oder wie das Mod heißt, weil die hätte zwar hier, wie man sieht, extrem viel Gras. Ich denke, die haben hier mit Lush Grass gearbeitet, wie das aussieht. Aber ich finde, das ist optisch nicht so eine mega Verbesserung, wie einfach nur die Texturen verbessern.
und ja, dafür ist die FPS-Zahl natürlich immens geringer, weil bei Texturen wird einfach nur was ersetzt, bei den Lush Quests natürlich erneuert. Da werden mehr Polygone hinzugefügt und schwupps. Was? Da oben! In den Kampf! Hallo! Oh, du hast relativ viel. Oh, oh. Ich brauche einen Trank dringend. Ja, das ist alles, was ich genommen habe. Oh, je, je, je. Ich muss mich dringend noch verbessern. Noch ein paar. Hier, Geld, war gebunden, Kluft, sonst nichts so Besonderes. Oh. Oh, was mir gerade eingefallen ist, als ich das gerade hier gehört habe, die Musik zum Hintergrund. Man könnte auch richtig gut Teile von der Flug der Karibik-Musik in den Soundtrack einbauen von Skyrim. Ich finde, das würde sich an vielen Stellen passen. Oder gleich den Soundtrack von in Wizard 2 einfügen, was ja nichts anderes ist als das Spiel zum Film. Aber dazu müsst ihr Wizard 2 schauen. Denn dort gibt es David Jones. Ja, Keira Knightley. Ja, richtig. Jetzt fällt mir gerade auf Anhieb nicht so viel ein. Ich hab dich ge... Ich hab dich... gesehen, du Mana-Pilz. Ich dachte... dass ich da was gehört habe, sonst hätte ich das Eisenerz nie mitbekommen. So, Eisenerz wurde dem Inventar hinzugefügt. Eigentlich ist das Eisenerz selber weniger interessant, sondern mehr die Edelsteine, die halt immens viel Geld bringen. Warum habe ich gerade das italienische Fingerzeichen gemacht dabei? Also hier, ne, wie Jürgen die Lovilloni gezeigt hat, als er gegen Italien gespielt hat in der EM 2014. Ich habe dich gesehen. Mudcrab. Für mich bleibt ihr Mudcrabs und keine Flusscrabs. Nehmt es Energie. Erstmal. Was haben wir? Was hier war? Ja, na so. Das Ding. Also, ich mag lieber das normale Skillsystem. Aber dieses hier ist halt Fallout. Fallout mag ich ja auch. Es ist halb Fallout. Ich kann halt bei Fallout jedes Mal meine Einzelfähigkeiten skillen. Was unrealistischer ist. Also das Skyrim-Skill-System ist deutlich realistischer, denn in Fallout kann ich, ohne jemals eine Waffe in der Hand gehabt zu haben, 5-Sterne-General der Infanterie sein, quasi, weil ich da meine Punkte drauf setze. Ist halt eben unrealistisch. Händlerin Ishra Miraya. Nein, nein, ich bin noch nicht bereit, sie aufzugeben. Geht! Wie meinen? Ich werde sie euch noch nicht überlassen. Elfriede bleibt bei mir. Und ihr könnt euer Kostüm fallen lassen. Ich erkenne einen Todesgott, wenn ich ihn sehe. Ein Todesgott? Was? Verzeiht. Ich bin eingenickt. Naja, wer seid ihr? Ich hatte nicht erwartet, so weit draußen noch jemanden zu treffen. Das heißt, abgesehen von diesen Banditen. Nun, das ist eine lange Geschichte. Die Frage ist, was macht ihr so weit draußen? Ihr wirkt jedenfalls nicht wie die typische Abenteurerin. Nein, bin ich eigentlich auch nicht. Diese Ruine hier, wisst ihr, ich bin Händlerin. Und meine Spezialität sind historische Gegenstände. Sammlerstücke, wenn ihr so wollt. Die Sorte, die man üblicherweise in alten Ruinen findet. Normalerweise bin ich natürlich nicht dumm genug, selbst danach zu suchen. Ich weiß ja, wie gefährlich das ist.
Nur war da in Flussheim dieser Reisende aus Ark, der mir von diesem Ort hier erzählt hat. Der Dreiflusswacht. Jede Menge Steintafeln und Bücher aus der Zeit vor der Abschottung und vollkommen ungefährlich. Tja, und da ich ohnehin in der Gegend war, dachte ich, einen Blick zu wagen kann ja nicht schaden. Großartige Idee, wirklich. Hört, ich will nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber um ehrlich zu sein, sitze ich ziemlich in der Patsche, gelinde gesagt. Und ihr seht aus, als wüsstet ihr euch zu verteidigen. Meint ihr könntet mir helfen? Etwas Furchtbares ist geschehen und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Lasst mich raten, es hat mit dieser Elfriede zu tun. Ach, ja, meine Elfriede. Man hat sie entführt. Gestern Nacht erst. Bei den Sternen. Ich war so dumm. Wir wollten gerade Lager für die Nacht machen und ich bin Feuerholz holen gegangen. Und zack, kaum komme ich zurück, ist sie weg. Dann hat man sie entführt. Irgendeine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Die Banditen? Nein, ein Vatyr. Ich habe ihn noch grunzen gehört, als er mit Elfriede abgehauen ist. Er muss sich diese Ruine wohl zu seinem Heim gemacht haben, wisst ihr? Ich habe versucht, mich reinzuschleichen, aber das ist unmöglich. Und zurück nach Flussheim, um Hilfe zu holen, kann ich auch nicht. Bis dahin hat er sie bestimmt schon gefressen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Wenn er Elfriede irgendetwas antut, das würde ich mir nie verzeihen. Gegen ein Vatyren kämpfen? Da verlangt ihr eine ganze Menge von mir. Was ist für mich drin? Ich habe sicher irgendwas dabei, was euch nützlich ist. Aber reden wir darüber, wenn ihr sie gerettet habt. In Ordnung? Jede Sekunde, die wir vergeuden, spielt diesem Biest in die Hände. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Wartet hier. Oh, bei den Göttern. Habt Dank. Beeilt euch. Ja, handeln tun wir in der nächsten Folge. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Und ihr auch. Bis in die nächste Folge.